2010 haben Ingo Starz und ich im Auftrag des Mikrokulturprozent das Hörbuch «Wenn ich Schweiz sage» mit Originaldokumenten von Schweizer Dichtern herausgegeben. Und während der Arbeit an diesem Hörbuch haben wir festgestellt, dass viele wichtige Dichter, keine Aufnahmen von diesen Dichten vorhanden waren. Und immer habe ich mir gesagt, es muss dann ein Nachfolgeprojekt in Buchform geben. Einige wichtige Fakten zum Buch in Kürze. 113 Jahre Poesie. Gegen 600 Texte von 250 Autorinnen und Autoren. 120 fremdsprachige Gedichte liegen erstmals in deutschen Übersetzungen vor. Macht man Poesie? Es ist eine unkonventionelle Zusammenstellung, die einige Risiken barg. Ich wollte auch kleine Provokationen einbauen. Gewisse Autoren sind drin, weil sie gut passen zu einem Thema oder zu einer bestimmten Richtung stilistisch. Und vor allem sind viele Formen der modernen Poesie drin, die man nicht unbedingt jetzt vielleicht gerade auf den ersten Blick mit Lyrik assoziiert. Mich hat nicht in erster Linie das Schweizer Gedicht interessiert, das Nationale, sondern Lyrik, die in der Schweiz geschrieben wurde. Natürlich musste der Bezug da sein. Aber ich habe zum Beispiel auch Autoren genommen, die nur kürzere Zeit in der Schweiz gelebt haben, wie Rainer Maria Rilke. Dann sind Autoren, die hierher geflüchtet sind, das ist nochmal etwas anderes. Aber da gibt es auch die ausgewanderten Autoren. Einige Steinchen sind auf dem Teppich geblieben am 12. März. Du hast sie mit Schnee zusammen hereingetragen. Ich habe sie aufgehoben und wieder hineingelegt, nachdem der Teppich gereinigt war. Sie werden lange dort bleiben. Leute, die dichten, die waren schon seit Jahrhunderten nicht unbedingt kommerziell erfolgreich. Umso mehr ist es uns ein Anliegen, Lyrik zu fördern, denn wir haben auch festgestellt, dass in den letzten Jahren Lyrik wieder extrem wichtig geworden ist. Denken Sie an alle die Poetry Slams, die stattfinden. Denken Sie auch an all die Songwriters, die sehr schöne Texte verwenden für ihre Musik. Aber es ist ja noch ein kleines Träumchen und Träumchen gehen noch so schnell vorbei. Dann habe ich diesen bestimmten Text «Gegen Berge» von Anaconda gefunden und gelesen, dass der sich in der ersten Strophe auf mehrere andere Songs bezieht. Und das war der Ausgangspunkt auf Songs von Mani Matter, von Kuno Launer. Und habe die dann verbunden mit Spoken-Word-Texten, die auch performanceartig aufgeführt sind. Und so kann der Leser nun herausfinden oder selbst entscheiden, funktionieren Songtexte auch ohne Musikbegleitung? Und was ist das Gemeinsame jetzt von Spoken-Word-Texten? Haben die gewisse Verwandtschaften mit den Songtexten oder ist das nochmals etwas anderes? Sterne, Himmel, Heiland, Kreuz und Fähne, Delta. Sterne, Himmel, Heiland, Lieb, Gott, Tausend, Donnerwetter, zurückbringen und den Lohn hören. Wir haben das Buch offiziell an der Frankfurter Buchmesse im Oktober vorgestellt. Das war für uns sehr schön, weil das ist natürlich bereits dort ein internationales Publikum. Dann ist es selbstverständlich heute nach der Buchvernissage käuflich erhältlich. Es liegt auch in den Buchhandlungen und unsere nächste Station ist dann die Leipziger Buchmesse im März. Im besten Fall soll man nach der Lektüre der vielen einzelnen Texte den Eindruck haben, ein einziges langes Gedicht gelesen zu haben.